Ich weiß nicht, was mit einer Schule ist, schön. Haben Sie mal überlegt, was Sie aus Ihrer Schulzeit noch wissen? Haben Sie sich überlegt? Da war vor kurzem in den Zeitungen so ein kleiner Test, was weiß man als Erwachsener 20, 30, 40 Jahre später noch aus der Schulzeit? Habe ich sofort gemacht, war witzig. Da war die erste Frage aus Mathematik, ein Äquivalent zum Formum. Die zweite Frage war aus dem Chemieunterricht, erklären Sie die Molmasse. Und die dritte Frage war aus Deutsch, bestimmen Sie das Versmaß von einem Eichendorf-Gedicht? Ich habe mir das durchgelesen und bist deppert, ich kenne das nicht mehr vom Hören. Also... Ich war ganz sicher dabei. Ich habe extra in der Schule angerufen. Ich sagte, ja, es gibt Aufzeichnungen, haben sie gesagt. Aber anscheinend war ich klinisch tot. Ich meine, das gibt's ja nicht. Ich war 100%, ich war 12 Jahre in der Schule. Also netto, brutto 13. Haben Sie mal ausgerechnet, wie lange Sie im System gesessen sind? Bei mir waren das 10.200 Stunden Schule. Na, wie viel ist hängen geblieben? Also ganz ehrlich, also maximal 200, mehr nicht. Davon waren 150 supplieren. 40 Stunden Skikurs. Man könnte jetzt sagen, wegen 10 Stunden war ich 13 Jahre tot. Da hätten wir uns auch eine Woche zusammensetzen können. Da hätten sie beide Seiten früher Sport. Naja. Das ist schon erschreckend, was in der Schulzeit ruhig bleibt am Wissen, oder? Ich habe so viele Jahre Geschichtsunterricht gehabt. Na, welche Persönlichkeiten aus der Geschichte habe ich mal gemerkt? Ja, wenn ich mal gemerkt, das war Marvin Obando, den habe ich mal gemerkt. Der war 1986 in Mexiko bei der Fußball-WM der rechte Außenverteidiger von Costa Rica. Der hat mir gefühlt das Panini-Pickerl. Mathematik, so viel Mathematik verstanden habe ich überhaupt nicht. Ich habe 3 Jahre Wahrscheinlichkeitsrechner gehabt, denkt man immer jedes Mal beim Lotto spielen, diesmal gewinne ich sicher. Latein, so viele Jahre Latein mit Nachhilfe. Na, was ist hängen geblieben? Ein Begriff, ich brauche einen, wissen Sie welcher? Urinator Nivalis, habe ich mal gemerkt. Urinator Nivalis. Wissen Sie, was das ist? Der Schneebrunzer. Der Schneebrunzer. Na, der ist lustig, der bleibt hängen, der ist witzig. Der kommt aber nicht zur Prüfung. Den habe ich immer gelernt gehabt. Aus dem, wo brauche ich jetzt den Schneebrunzer auf Latein? Wo hilft er mir im Alltag? Versteht mich ja keiner. Ja, im Spital ein Chirurg, der hat mich verstanden, der hat es gelernt, aber so gescheit ist, dass ich vor der Operation einmal Schneebrunzer dem ins Gesicht sage. Da legt man nachher noch ein paar Nierensteine rein, also weiß ich nicht. Wissen Sie, was mich oft ärgert bei diesen Bildungsdebatten? Es wird oft diskutiert über die Form der Schule, also, aber selten über den Inhalt, über Verwaltungsdebatten. Wem kennen die Lehrer? Der Inhalt, das ist seit 1907 teilweise noch immer der gleiche und noch älter gibt es Lehrpläne, es ist erschreckend. Allein im Turnunterricht, da stehen ja aberwitzige Sachen noch drin. Da steht noch immer drin im Turnunterricht, vom Schüler ist zu beherrschen der Felgeaufschwung an der Reckstange. Der Felgeaufschwung an der Reckstange. Können Sie sich erinnern an den Felgeaufschwung? Na, wo braucht sie? Na, ich frage sie anders. Wann war ihr Letzter? Ich bin mir sicher, die Bilder in ihrem Kopf sind in Schwarz-Weiß. Na, wo brauchst du im Leben einen Felgeaufschwung, außer du bist Einbrecher? Sonst brauchst du ihn nicht. Mein Lieblingssatz im österreichischen Lehrplan, wissen Sie, was da steht? Zum Lebensglück des Menschen trägt bei der Purzelbaum. Der Purzelbaum zum Lebensglück. Ja, wie oft denken Sie es in Ihrem Leben, in kritischen Situationen? Okay, wenn alle Stricke reißen, ich hab immer noch den Purzelbaum. Möchte ich unbedingt mal ausprobieren, wenn Sie mich beim Planquadrat erwischen. Dass ich zum Inspektor sage, ja, vielleicht habe ich 1,3 Promille, aber wollen Sie sehen, was ich kann? Darf ich einen rückwärts anzeigen? Kann ich nicht ahnen. Ich habe maturiert im Purzelbaum. Wissen Sie, was ein interessanter Gedanke ist? Wenn ein Mensch aus dem Jahr 1750, der steigt in eine Zeitreisemaschine, 1750, und reist in das gegenwärtige Österreich, und der kommt raus, irgendwo in Österreich, jetzt bei einem Shoppingcenter, der ist ja völlig verwirrt mit der Gegenwart, oder? Der geht dort rein, ja, da sieht er mal Glasblast mit Schiebetüren, dann geht er rein, sieht dann Beck & Cloppenburg, Zara, H&M, Deichmann, Fressnapf, Trafik, Handystore, Piper, Hartlauer, Rolltreppen, Einkaufswagen, Selfie-Sticks, der ist völlig verwirrt, der geht raus, der sieht Autos, Räder, E-Bikes, völlig verwirrt. Der geht weiter, geht irgendwo in die nächste Ortschaft, geht dort versehentlich in eine Schule, in ein Klassenzimmer und zum ersten Mal im Klassenzimmer denkt er sich in der Gegenwart, ah, jetzt kenne ich mich wieder aus.
Da ist alles wie immer, sehr schön. Ausgemalt haben sie. Naja. Das stimmt ja, so mancher Klassenschwamm riecht ja noch immer nach 1750, oder? Das ist. Da merkst du manchmal, mit dem hat sich die Maria Therese noch einen Rücken gewaschen. Also das ist. Naja. Obwohl, jetzt haben wir ja wieder einen Bildungsminister, der weiter herumdoktert. Das sind die ersten Vorschläge, da mal schon sehr aus der Elementarpädagogik, die Vorschläge sind schon super, oder? Zum Beispiel, mein Lieblingsvorschlag ist ja, dass Kindergärtnerinnen in Österreich in Zukunft eine akademische Ausbildung brauchen. Das ist doch ganz witzig, oder? In Österreich brauchst du als Kindergärtnerin eine akademische Ausbildung, als Kanzler und Vizekanzler brauchst du es nicht. Also, da kannst du so rumwurschteln, da geht's um nichts. Das ist, du, wenn uns die Kinder in Zukunft fragen, warum kann ich nicht Kanzler oder Vizekanzler werden, muss ich sagen, selber schuld, hättest nichts gelernt. Aber es ist im Moment ein Trend. Die meisten politischen Führer derzeit auf der Welt, die sind Bildungsabbrecher, das habe ich recherchiert. Erdogan, Bildungsabbrecher, Putin, Bildungsabbrecher, Trump, Bildungsabbrecher, unsere zwei Lustigen. Also, passen Sie auf, ich sage Ihnen eins, wenn du jetzt die Weltherrschaft an dich reißen willst, da reicht 3 Jahre Tanzschuh und der Führerschein. Mehr kostet nicht. Das ist alles andere. Und wissen Sie, was hat sich seit unserer aller Jugend massiv geändert beim Jugendlichen? Der moderne Jugendliche soll nicht mehr scheitern. Man, er scheitert schon, aber er darf es nicht mehr bemerken. Das darf er nicht. Sie wissen hoffentlich, was man sagt, wenn er so mit einer negativen Beurteilung aus der Schule heimkehrt. Heute musst du sagen, lieber Sohn, warum haben wir uns für einen Fünfer entschieden? Du musst seine Niederlage pluralisieren, ins Wir holen. Ja, du musst ihm sagen, schau, du mach, schau, die Gene hast du von mir, die hast du ja von mir. 50% vom Trottel kannst du bei mir anschreiben, ja. Und gleich kommt die Mama zu Hause bis die anderen 50 auch los. Also, man muss das Kind beruhigen sofort, gleich bei der Eingangs, du musst ihm sagen, schau, du kannst nichts. Ah, dafür, das ist wichtig, das ist der. Nicht vergessen. Ne? Und Trottel darf er sonst auch nicht mehr sagen. Ist ja pädagogisch nicht korrekt. Also ich habe in der Schule von jedem Lehrer einmal mindestens gesagt, Eckel, du bist der Trottel. Aber das ist heute nicht erlaubt. Wissen Sie, was man heute sagt? Das habe ich auch nicht gewusst. Pädagogik muss sagen, du hast eine Inselbegabung. Ich finde, das Problem ist, ein Trottel weiß nicht, was eine Inselbegabung ist. Der geht ins Reisebüro und bucht. Also, gut. Sprache war früher für die Verständigung. Nein. Gut, ich habe so eine mittelschwere Kindheit gehabt, da muss ich mich gegen nichts so richtig. Gut, das war schon Härtesheit, das ist jetzt nicht keine Kunst, aber es war her. Also, was sich geändert, mein Vater hat mich zum Beispiel nie mit dem Auto in die Schule geführt, bei Schlechtwetter, nie. Heute werden die Kinder oft geführt, da mit so rollenden Einfamilienhäusern fahren sie da die Schule gleich die Stiegen rauf. Bis zum Sitzplatz mit Rolltreppe zum Platz, damit der Bub nicht versehentlich einen Schritt macht. Also, mein Vater hat mich nie in die Schule geführt, nie. Wenn ich gejammert habe wegen dem Wetter, wissen Sie, was er gemacht hat? Er hat mir ein Buch von Peter Rossiger in die Hand gedrückt. Peter Rossiger. Er hat gesagt, lies das durch. Der Peter Rossiger ist damals jeden Tag 4 Stunden in die Schule gegangen, um dort zu erfahren, dass der Lehrer krank ist. Und der wollte es wissen, das nenne ich Zug zur Bildung. Mein Vater hat mir nie gewinnen lassen. Hätte lassen mir die Kinder für Selbstwertgefühl oft gewinnen. Ich meine, nie. Wenn er beim Fußball 9-0 gegen mich geführt hat, hat er 10. geschossen, sofort. Hat er nachher gesagt, 2 Stück Niederlagen merkst du besser. Ja. So entwickelt sich auf deiner Seele eine Hornhaut. Das brauchst du. Mein Vater, das war interessant vom Konzept, der hat jedes Monat mein Sparschwein um 30% erleichtert, um mir frühzeitig das Konzept von Steuern zu vermitteln. Manchmal waren sogar 70%. Wir haben gesagt, wieso heute 70%? Heute ist Finanzprüfung, oder so. Also manchmal merkt man halt dann schon, also dieser Rückenwind, der kann auch von vorne kommen. Aber gut, ich weiß ja auch nicht, wo Bildung überhaupt das Thema ist. Viele sagen, Bildung ist gar nicht mehr die Gene. In den Genen liegt die Zukunft. Deswegen entstehen ja immer mehr Menschen international. Haben Sie auch von dem Trend gelesen? Das ist ein Trend. Das ist unglaublich interessant. Das ist ja immer häufiger der Fall, dass so bei Geburten kommen jetzt die Eizelle aus Spanien, die Samenzelle aus Australien, die Leihmutter aus der Ukraine. Also wenn uns die Kinder in ein paar Jahren fragen, hat mit der Storch gebracht, muss ich sagen, na, die Lufthansa. Die Luft. Der ist noch gar nicht auf der Welt, hat 5000 Bonusmeilen. Also das ist.
Aber es ist ein spannender Gedanke, die Kinder der Zukunft werden zusammengeflogen, die werden zusammengeflogen. Wir sind noch zusammengeschustert worden, naja. Das ist eine andere Qualität, das ist eine Dienstleistung, wir waren Gewerbe, also das muss man... Aber trotzdem wissen wir, wie spannender Gedanke dahinter steht, finde ich nach wie vor, ist, dass jetzt diese Zukunftsforschung, Genetiker und lauter Wissenschaftler sagen, die Vorteile von Laborgeburten sind extrem hoch, da kannst du ja was einstellen, vorprogrammieren in der Epigenetik und so weiter. Und es geht ja alles zum optimierten Menschen und das ist, und die behaupten, dass in 15 Jahren sind die Vorteile so groß bei Laborgeburten, dass dann keiner mehr im Rahmen vom Geschlechtsverkehr Kinder zeugen wird. Das machst du nicht mehr, das machst du nur mit dem Labor. Das ist ja, ich meine, das heißt in 15 Jahren eine Schlagzelle, Sex stirbt aus. Das stirbt aus, das machst du nicht mehr in 15 Jahren. Also schon, aber nur so halt. Weil du das kannst. Das wird so eine Tradition wie Maibaum kraxeln und Bleigießen. Einmal im Jahr. Das wird Brauchtum, eine Folklore-Veranstaltung, aber... Die Evolution hat keinen Bedarf an geschlechtlicher Zeugung. Also das ist spannend. Und es gibt in der EU bereits Wissenschaftler, gescheite Leute, also sehr gescheite Leute, die setzen übereinander. Was passiert, wenn mehr Labormenschen entstehen, so, wo du in den Genen, Epigenetik und so weiter alles optimierst und da ist das Unperfekte zusammengeschustete. So, und dann haben sie dir überlegt, dass man die vielleicht kennzeichnen sollte. Wirklich, die Naturgeburten wollen es kennzeichnen. Also die, mit Ökosiegel, also... Ich meine, ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, die werden das erleben, die werden eine Kennzeichnungspflicht. Also das muss ich mir meinem Buben vorstellen, muss ich sagen, der Lukas, ja, er ist sicher oft schwierig, aber es ist ein Bio-Kind. Es ist ein, das von glücklichen, freilaufenden Eltern. Aus Hodenhaltung, könnte man da noch sagen.